Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Natascha, du bist hier. Die Regeln sind klar. Ja, wir sind Andrea und Sonja. Wir sind für die Kasse zuständig hier auf unserer Veranstaltung. Und die Lose? Und die Lose, ja. Und wir machen viel, viel Spaß miteinander. Ja. Und mit den anderen. Ja. Und wir überreden die Leute, nein, Partei zu nehmen, wenn sie noch unentschlossen sind. Weil, ja, das ist ein Erlebnis. Das machst du. Ja. Und wie sieht es aus? Wie viele Leute wisst ihr schon ungefähr, wie viele sich angemeldet haben? Knapp 100. Ui. Fast 100. Schon 97 bis jetzt. 96. Okay. Ja. Und ist das Rekord oder ja, rekordverdächtig? Rekord. Sehr gut. Wird jedes Jahr mehr. Also man merkt es ja, halt auch, dass die Leute Spaß dran haben. Schon ein Drittel mehr als letztes Jahr. Fühlen sich hoffentlich wohl bei dem schönen Wetter. Ja, wir haben richtig schönes, tolles Wetter. Erstmal das und zweitens haben wir ja auch neue, ja, ich sag mal, Attraktionen wie diese... Die Spiele, das Ratespiel, genau, wie gut kennst du deinen Detektor. Wir haben für die Kinder das Edelsteinsuchfeld, wo die Kinder Edelsteine suchen können. Und nochmal ein kleines Testfeld aufgebaut, ja, wo man einen Detektor ausprobieren kann. Ja, und dann vergiss nicht bei der Rallye selber auch nochmal für die Kinder. Separates Feld. Separates Suchfeld, separate Kinder-Tombola und ja, Auspreisung. Ja. Okay, dann noch viel Erfolg. Wir sehen uns später nochmal. Bis später. Bis dann. Auch mit. Wie wollen wir mit dem Einsatz jetzt vor? Mach mal Pflanze! Geht's denn jetzt nach? Seht zu, dass es ein Daniel seine Liter Er kommt so schön rein, aber so hoch. Hol mal das DSM, die Münze. Ja. Erstmal. Kommt genau so. Guck mal, die Geschosshülse, die habe ich jetzt erraten.
Servus. Schon den ersten Fund gemacht? Ja. Sehr gut. Zwei. Gut, ich sag mal. Fünf Markstück, ein altes. Mhm. Und eine, ja, so eine Wertmarke, ne? Ja. Sehr gut. Ja. Weiter so. Oh ja. Klingt nach Eisen, ne? Ja, wir lassen uns mal überraschen, was das ist. Ja. Ein kurzer Nagel. Schrott. Der Lieblingsfund. Ja. Schrott für den nächsten. Genau. Wie läuft's da hier? Wie läuft's? Noch nicht so gut. Ich hätte lieber einen Spaten mitgenommen. Okay. Und noch eine Bleiblombe. Immerhin. Und einer. Hier scheint da was Römisches zu sein. Mal noch in Blei-Einfassung. Krass. Okay. Geht mal hoch. Ja, ziemlich erbrochen, ne? Ja, ja. Und wie viel hast du gefunden? Na, 5-6 vielleicht. War jetzt nicht so erfolgreich. Wie kam die denn rein? Gut? Mit einem guten Signal oder war schwierig? Ich glaube, wenn die hochkant liegen, kamen sie eher schwierig rein. Mhm. Und dann war halt natürlich auch schnell das Feld voll. Ja, okay. Das hast du gefunden? Leider nur 4 Trocken, ein 5-Mark-Stück. Das ist doch schon mal was. Ja, das freut mich. Kannst du gleich ein Brötchen mit Fleischwurst essen? Nee, kostet ja 6 Euro, glaube ich. Sogar, ne? Die Zeit ist leider vorbei. Aktueller Silberwert war, glaube ich, 4,70 Euro. Ja, da musst du noch eine finden, dann klappt das schon. Ist doch alles gut. Mhm. Hauptsache dabei sein. Die Veranstaltung ist sehr gut organisiert. Vollstes okay, Wetter dann, heute. Ja, dein Veranstalter muss gerade telefonieren. Brauchen wir zum Absperren. Ich war jetzt nicht so gut unterwegs, hat nur 11 Trocken. Leider kein Hauptgewinn und keine Silbermünze. Ja, aber naja, beim nächsten Mal wieder. Fangen wir jetzt erstmal mit den Kindern an. Die Alisa Meierle. Da, das ist 2 jetzt. Glückwunsch. Guck mal. Alisa hat 12 Punkte gefunden. Du bekommst jetzt schon eine Urkunde. So, auf den zweiten Platz. Warte. Du kriegst noch einen Platz. Du kriegst noch was von Anhängen. Einen silbernen Anhänger aus der Bronzezeit. Also das Originale, das ist schon, schon 2000 Jahre alt.
Hallo, ich bin Sonja. Hallo, ich bin der Christoph. Hi, ich bin der Mani. Ja, wir haben uns heute nochmal hier getroffen, um nochmal über unsere Veranstaltung zu reden vom vergangenen Wochenende, unsere vierte Koblenzer Rallye. Ja, Sonja, wie hat es dir denn gefallen? Sehr schön. Tolles Wetter, viele Leute. Ja. Und leider viel zu schnell um. Also wettermäßig konnten wir wirklich echt dankbar sein. Wir hatten ja den Herrn Petrus aus dem Programm geworfen. Genau. Mani? Tanzende Männlein hat das beste Wetter beschert. Das Tanzende Männlein hat für uns... Dann müssen wir für nächstes Jahr was Neues einfallen lassen, dass wir das nochmal toppen, oder? Den Sonnentanz getanzt? Ja. Ja, okay. Also, ich fand es eine tolle Veranstaltung. Wir hatten viele Gäste. Wir hatten... Wie viele waren es denn, Sonja? Weißt du es noch? Also grob geschätzt, Sonnengänger um die 150, hätte ich jetzt gesagt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und Tagesgäste nochmal gut 200. 200 so vom Strand her. Ja. Ne, viele Leute mit Familien, viele Kinder. Ja. Und wir hatten ja auch neue Formate gehabt. Gerade für Kinder hatten wir ja... Ein bisschen aufgestockt, genau. Natürlich. Was war dieses Jahr anders? Dieses Jahr war anders. Detektorbasis.de. Hat ein großzügiges Suchfeld oder Testfeld vorbereitet. Zudem hat man ein Gewinnspiel, wo ein Detektor gewonnen werden konnte, den MineLab. Da hat auch Detektorbasis.de in die Hand genommen, organisiert. War eine geile Sache. Zudem hat man noch einen Bereich für Kinder, wo die Kinder Trommelsteine suchen konnten. Fossilien. Auch da hat sich Detektorbasis ins Zeug gelegt. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Und ich also fand das gut. Ja. Groß und ganz einfach geil. Und wir hatten auch viele Helfer gehabt und Leute, die uns hier unterstützt haben aus unserem Team. Wo ein riesen Dankeschön an die wirklich Leute auch wirklich alle. Dankbar sind an die ganzen, ich nenne sie jetzt mal ehrenamtlichen Helfer. Ja. Und wir hatten ja auch noch eine Menge Sponsoren gehabt, die uns hier mit Preisen auch unterstützt haben. Ja, nochmal vielen Dank auch an Nocta, an DTI, an IDC und natürlich an Jochen Reifenrath Schatzsuche. Mit Abenteuerschatzsuche.de. Schatzsuche 123 UG. Ja, Uli und Martin, genau. Da auch nochmal ein Danke. Und unser Sucherquiz, ja, wie gut kennst du deinen Detektor? Du hast es kurz erwähnt vorhin. Wurde auch gut angenommen. War sehr, wurde sehr gut angenommen. Gut frequentiert, auch mal ein neues Format. Ja. Man musste halt von 12 verschiedenen Gegenständen, die wir da im Boden platziert hatten, dann anhand des Leitwertes und anhand des Signals halt erraten, was es ist. War teilweise gar nicht so einfach, was man so aus den Reihen gehört hat. Es war eine kurzweilige. Der beste war ja mit 4 erratenen Objekten. 4 von 12. 4 erkannten. Gar nicht so gut war, aber die anderen waren auch ziemlich schlecht. 4 von 12. Ja, also ist eine schwierige Sache. Aber trotzdem. Trotzdem war es eine coole Idee, sowas zu machen. Und ich freue mich auch schon auf nächstes Jahr. Ich auch. Ja. Dito. Das wird nächstes Jahr hoffentlich schön. Naja, dann und nächstes, bis nächstes Jahr. Nächstes Jahr probieren wir es wieder zu toppen. Dann. Über 5. Cut! Ungefähr, ne? Jetzt gibt's zu. Ich muss raus.